Servus Leute, hier YD Marco Polo. Wir gehen jetzt auf Sat 1 machen ein Statement, müssen wir abgeben. Warum? Weil die wollen wissen, wer Marco Polo TV ist, haben wir da heute. Die fragen mich, wo ist dieser Typ Marco Polo, der die Fashion Week rockt, die Dundary Party zerhackt hat, rasiert hat. Jetzt wollen sie ein Exklusivinterview, weil ich diesen Typen kenne, der krasser ist als jeder scheiß Dope. Also Marco Polo, jetzt live, Sat 1, bam. Es geht los, wir sind 2 Stunden zu spät und drehen jetzt das Interview hier draußen. Hi, Marco, freut mich. Katja, hi. Sag mal, wir fallen nicht ins Wasser. Wir klären jetzt noch einigen Papierkram und dann sollten wir hier auch langsam mal fertig sein. Und dann gehen wir erstmal aufs Essen, weil ich hab dir Hunger. Wir sind jetzt angekommen auf der Premium. Jetzt müssen wir uns nur noch akkreditieren lassen, praktisch die Tickets holen. Servus! Servus! Ich bin zu dir aus Frankfurt. Digga, pass auf, mein Name ist der Sockenmann. Aber welcher Sockenmann? Oh, Digga, der Zahn ist grauens. Digga, ihr seid die Socken. Ihr habt Socken-Game, alle. Das ist Game of Socks. Willkommen auf der Berlin Fashion Week. So, Yuki sagt, ich kenne mich hier nicht aus, deswegen führt er jetzt mal an. Wir haben so eine Linie, die wir hier abkauen. Ist das so? Die Halle abgehauen. Sonst machst du Wischmasch und vergisst du was, das wollen wir nicht. Ah, okay. Ich versuche euch einfach mal so ein bisschen den Eindruck zu geben, wie das hier so auf mich wirkt und was ich hier so alles Cooles sehe. Was für coole Leute hier rumlaufen, was für coole Designs es hier gibt und so. Was zum Beispiel, was ist das? Aber ganz ehrlich Leute, so eine Sonnenbrille habe ich noch nie gesehen. Die ist richtig nice, oder? Mein Plan ist, Werbedeals auszumachen und gesponsert zu werden von verschiedenen Designern und dass ich halt deren Klamotten in Zukunft in meinen Videos trage und halt praktisch das Model für die bin. Durch die Jacke Killer, oder? Digga, was geht denn alle? Ey, können wir die kennt ihr Axel, Alter? Ja, kennt ihr Hubman? Kennt ihr Agro TV? Halt die Fresse. Wer ist diese? Das ist der das filmt. Das ist dieser krasse Typ, diese. Musst du aufpassen, Digga. Wir zerhacken jetzt einfach komplett die ganze Messe. Guck mal, der filmt voll aus, Alter. Der hat die vorhin so richtig krass erschreckt als Ordner. Welche macht das? Ich will die Oma, geil. Andrea Bra, Alter. Andrea Bra. Kuku Bra. Kuku Bra. Was geht denn? So, Leute. Hier, die Weiber sind krass, also pass auf, wir fragen die jetzt. So, gehen wir jetzt schwimmen oder was? Ja, schwimmen ist nicht so cool. Nee, das war nicht so. Entschuldige, du telefonierst gerade, aber ich schwöre, du bist auf Tinder, gell? Wir kennen uns. Du bist Semmo. Du sagst direkt, wir kennen uns von Tinder. Wir kennen uns von Tinder. So, Leute, gebt euch diese Jacke von Amsterdam. Richtig nice, oder? Ich bin ein She-Bro, ein Homo, Bisexual, Hetero, ein Christian, Muslim, Hindu, ein White, Black, Yellow. Ich bin Duman von Amsterdam. So Leute, mein erstes Goodie-T-Shirt am Start von Amsterdam. So Leute, ich muss wirklich sagen, es macht richtig, richtig Bock hier und die Aussteller sind alle sehr, sehr cool drauf. Wir haben 18 Uhr, ich kriege jetzt den ersten Whisky angeboten. Ich weiß nicht, ob ich Ja sagen soll. Stimmen wir mal ab, ich bin für Nein. Ja. Wir reden hier gerade über Fliegen und über Detailverliebtheit und das Gute an unserem Fliegen ist, dadurch, dass wir zwei verschiedene Seiten haben, ist es möglich sozusagen 6 Fliegen in einer zu haben. Das heißt, man kann so machen, man könnte jetzt auch diesen Flügel schwarz machen, man könnte den Knoten schwarz machen, alles möglich, wie man sieht, verschiedene Ausprägungen und passend zu jedem Event. So Leute, gebt euch diese geilen Peacocking-Socken. Die sind richtig, richtig nice vom Design. Und die Marke ist Expos. Das ist eine holländische Marke, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Die haben krasse Socken. Auch hier so ein bisschen so ein ähnliches Design wie Adidas, aber viel, viel minimalistischer. Und die Qualität von diesen Socken ist richtig gut. Premium, made in Berlin. Wir sind auf der Fashion Week. War ein geiler Tag. Ich kann nur nicht sagen, Digga. War brutal, oder? Das war richtig gut, Leute. Das war also Inspiration pur. Die Aussteller waren super nett, die Klamotten hier sind einfach super nice, einfach, es ist
zu krass gewesen. Wir haben viele Kontakte geknüpft und was machen wir heute Abend? Heute Abend gehen wir auf die Liebparty im Prinz Charles. So Leute, ich bin gerade hier beim KDW da hinten. Ich habe extrem fucking Hunger. Yüksel ist da hinten irgendwo und versucht klar zu machen, wo wir jetzt essen gehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir jetzt essen gehen. Aber ich habe übelst Bock auf Chinesisch. Ich esse die ganze Zeit Döner hier in Berlin, Mann. Ich esse immer Döner in Berlin und ich habe keinen Bock gerade auf den Döner. Ich habe Bock auf Chinesisch. Semmo und ich. Ich bin gerade am Innsbrucker Platz und ich irre so ein bisschen durch Berlin umher, weil ich habe jetzt noch eine Freundin getroffen kurz, die ich schon länger kenne. Dann wollte ich nach Hause gehen und dann war der Yüksel nicht mehr da. Und jetzt muss ich irgendwie da hinkommen, wo die Jungs sind. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich mache mal Google Maps an. So Leute, wenn ihr euch fragt, warum ich immer Sonnenbrille trage, obwohl draußen schon dunkel ist, dann tue ich das nur, weil der Yüksel auch eine trägt gerade. Mitleid aus mir, wegen hier. Wegen Mitleid. Genau. Und wir haben jetzt Baba-Döner gegessen, geben wir uns jetzt noch Baba-Tee. Ey, guck mal, da ist Semmo, da ist, wir werden abgeholt. Guck mal jetzt, wir werden abgeholt. Okay, Mitleid ist zu Ende, weil wir machen jetzt Infield. Was geht ab? Hi, Kim. Oh. Hi. Geh du gegenüber von der Kim? Kann man sie wieder reden können? Hallo, Taxifahrer. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Taxifahrer. Servus, Bruder. So, Leute, wir sind im Taxi, das ist Kim. Hallo. Hallo. Warte, wo ist Prinz Charles? So, und wir fahren jetzt ins Prinz Charles. Ja. So Leute, wir sind jetzt kurz vorm Prinz Charles und wir gehen jetzt rein auf die Liebparty und checken ab, was da so geht. So Leute, wir sind jetzt drin in der Liebparty und wir gehen rein. Enjoy. Also du bist Master Pickup Artist, wenn du auf irgendeine Fashion Party auf der Berlin Fashion Week gehst oder eigentlich aus Frankfurt kommst, deine fucking Ex-Freundin hier ist. Ich habe eine Aufgabe. Kim will mit mir Hip-Hop tanzen und ich sage euch ganz ehrlich, Spaß. Das ist okay. Ich treffe jetzt eine Entscheidung und zwar für mein eigenes Wohl und das ist, ich gebe jetzt meinen Rucksack ab und ich tue die Kamera rein. Und sie hat meinen Rucksack und wir gehen jetzt eine Runde tanzen und aus dem Grund tue ich die Kamera in den Rucksack und wir sehen uns einfach nach der Party. Scheiß drauf. Jetzt 20 vor 3 und die Liebparty ist ganz okay. Ich habe gerade meinen Soll erfüllt, ich habe ein bisschen Hip-Hop getanzt, wir haben nicht getanzt. Sehr gut. Von 0 bis 10. Na. Okay. Wir gehen jetzt nach Hause. Mit meinem Besten. So Leute, ich ziehe ab jetzt von dieser Liebparty. Und wie fandest du es? Ganz okay. Ich fand es ehrlich gesagt richtig verschmoddert. Das ist sehr gut überlegt. Ja, natürlich. Wir haben den Laden einfach gerade dick zerhackt einfach. Übel. Todes. So, und jetzt nehmen wir Taxi, fahren nach Hause. Guck mal, was ein schöner Fleck hier. Ist dir klar, dass es illegal ist, hier auf dem Rasen rumzulaufen? Nein, hier lagen heute auch schon Leute. Hast du das gesehen? Ja, ich bin nämlich vorbei gelaufen. Und dann hast du schön geguckt, gell? Klar, weil die alle nackt lagen. Oh. 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 Tanzen, hier hüpfen, ne? Schon klar. Okay Leute, wir sind verrückt, ihr merkt schon, das Verrückteste, was wir heute Abend gemacht haben, ist ein Spiel und das nennt sich Leute im Club verarschen und ihr denkt euch jetzt bestimmt wieder moralisch dick inkorrekt, aber ist es moralisch inkorrekt? Nee. Also wir haben ein paar Storys erzählt und so. Und uns. Deine Blume, Schatz. Ja, bitte. Aber das ist illegal, ne? Nur die schönste. Kannst du mal bitte schauen, ob da Polizei ist? Okay. Die schönste? Ja. Hab ich. Schön. Mag mich sehr. Merci beaucoup. Monsieur. So, ich habe eine wunderschöne Blume, Leute. Und was ihr nicht wisst, ist, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Am Ende waren wir verheiratet, seit wir 16 waren. Ich war Armenier, sie Deutsche, unsere Eltern haben uns zwangsverheiratet. Und nicht so, wie ihr jetzt denkt, so man erzählt so kurz eine Story oder so ein, zwei Lügen. Leute, wir haben sogar Armkettchen. Schau. Wir haben Armkettchen statt Eheringe. Statt Ehering, genau. Weil das bei uns in der Familie so Tradition war. Und wir haben einfach den größten Bullshit erzählt. Und es war einfach, es war die Challenge so, dass die Leute, die den größten Bullshit abkaufen. Und
Ey, wir haben ungefähr 10 Frauen oder so angesprochen. Und ja, einfach jeder den größten Bullshit. Manche einfach nur so direkt so, hey Mädels, habt ihr Lust mit uns mit ins Hotel später mitzukommen und so. Weil wir sind jetzt schon seit wir 16 sind miteinander verheiratet. Wir wollen uns einfach mal so ein bisschen ausleben. Und leider hat sich keiner getraut. Naja, die eine, die wollte. Die wäre fast dabei gewesen. Ich schwöre, die eine, die wollte. Die wäre fast dabei gewesen. Die meinte so, was, du hast zu ihr gesagt. Sie hat zu mir gesagt so, erstmal so Entschuldigung. Ich so, hey, dafür brauchst du dich nicht entschuldigen, weil die mich so angerempelt hat. Stimmt. Oh, und Gott, sie so, wofür muss ich mich denn dann entschuldigen? Und dann habe ich so zu ihr gesagt so, wofür muss sie sich denn entschuldigen? Und dann hat sie zu ihr gesagt, ja, vielleicht dafür, dass du nicht mit uns mit ins Hotel später mitkommst. Und dann hat sie sowas gesagt nach dem Motto mit, wer hat denn gesagt, dass ich nicht mit euch mitkomme? Ja, und dann war so, geblufft, glaube ich. Na, es, dieser Blick war versaut. Das war kein Bluffblick, das war ein richtig, richtig versauter Blick. Und also ganz ehrlich, hätten wir da nachgehakt und Interesse gehabt, die war aber nicht hübsch genug. So. Deswegen ist halt, nee. Genau. Im Endeffekt war es besser so. Richtig. Gehen wir lieber zu zweit. Wir gehen jetzt zu zweit und ich sage euch gute Nacht. Sie sagt euch gute Nacht. Und wir sehen uns morgen auf der Fashion Week, auf der Bright-Messe diesmal. Aber auch die Panorama, ne? Ja, wir müssen morgen wahrscheinlich auch zur Panorama wegen ihr. Heute waren wir auf der Premium. Morgen zur Bright auf jeden Fall. Und vielleicht Panorama. Deshalb bis morgen. Enjoyt die Nacht. Bis morgen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Und geh auf jeden Fall auf www.marcopolo.tv und zieh dir rein, was ich auf meiner Webseite für dich anzubieten habe. Zum Beispiel mein Buch oder mein Workshop Perfection Game. Zieh dir die nächsten Termine rein. Wir sehen uns auf www.marcopolo.tv. Bis im nächsten Video. Ciao!